Und es geht wieder weiter mit den Musiktipps. Einer nach dem anderen sozusagen. Danke. ja, die House Martins. Das ist wohl so eine Best-of, so eine Zusammenstellung. Ich weiß es auch nicht so genau. House Martins war nie so ein wahnsinniges Ding für mich. Haben wir immer gekannt. Englisches Ding, 80er Jahre. Ist aber gut, diese Zusammenstellung. Es sind ewig viele Lieder drauf. Schalt's mal kurz hoch, ich kann es nicht erzählen. Nein, würde es auch nicht tun. Ewig viele Lieder drauf. Now that's what I call quite good. Habe ich auch als Doppel-LP. Kann ich einfach mal nur so empfehlen. Also als Engel war so halb Indie-mäßig, ja. Hatten aber ganz schöne Hitparadengeschichten. Kennt auch jeder, gibt es viele Sachen, die man kennt. Ja. Und absolut, wenn man mal so was Leichtes hören will, was von früher, die, die es kennen, für die ist es jetzt natürlich kein Tipp. Ja, das ist klar. Es geht ja bei diesen ganzen Musiktipps eher um die Sachen, die man nicht so kennt. Also nicht so Blockbuster-technisch, nicht Michael Jackson. Ja. Es geht eher um die Sachen, die man nicht so kennt. Aber die waren schon mal ziemlich wahnsinnig bekannt. Ne. Sogar in Deutschland. Caravan of Love, genau. Da denke ich die ganze Zeit über. Das war so, glaube ich, das Größte, was man hier so in Deutschland von denen kennt. Aber unbedingt mal reinhören. Haben einige CDs gemacht. Auch Solo haben die dann weitergemacht in allen möglichen anderen Bands. Guter Tipp. Danke. Bitte.